Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, schauen wir kurz zurück. Das Desaster, das heute eine NATO-Mission unter Einschluss der Bundeswehr im Irak mit aufräumen soll, hat seine Ursachen im völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA und der Koalition der Willigen im Jahr 2003. Aus diesem Massenmord, der weiter ungesühnt ist, unter Einschluss zahlreicher Kriegsverbrechen von NATO-Staaten im Irak, erwuchs die Bedrohung durch den Islamischen Staat, der anfänglich gegen den syrischen Machthaber Assad von der US-Regierung ja sogar noch als Verbündeter gesehen worden war. Ich hoffe, wir sind uns aber hier alle einig. Der Irakkrieg war ein großes Verbrechen. In einer einzigen Nacht hat die US-Armee mehr als 300 Marschflugkörper gleich zu Kriegsbeginn von ihren Schiffen im Persischen Golf auf die Region Bagdad mit 5 Millionen Einwohnern abgefeuert. Die Ölstädte Mossul und Kirkuk im Norden wurden bombardiert, wie auch Basra im Süden. 2000 Tonnen panzerbrechende Uranmunition hat die US-Armee verschossen, die bis heute zu schwersten Missbildungen bei irakischen Kindern führen. Shock and awe, erschrecken und einschüchtern, lautete die Maxime Washingtons für diesen rücksichtslosen Bombenterror. Eine 500.000 Menschen im Irak sind an den Folgen dieses verbrecherischen Krieges gestorben, so die noch eher konservative Zählung einer US-amerikanischen Studie. Die dafür verantwortlichen Staatschefs müssen endlich belangt werden. Das würde auch ein Minimum an Glaubwürdigkeit westlicher Außenpolitik wiederherstellen. Eine andauernde Kultur der Straflosigkeit dagegen ist völlig inakzeptabel. Und erst recht ist es inakzeptabel, dass diejenigen, wie der Journalist Julian Assange, der Kriegsverbrechen genau im Irak aufgedeckt hat, jetzt dafür im Gefängnis büßen, während diejenigen, die Kriegsverbrechen planen und begehen, weiter frei herumlaufen. Julian Assange muss freigelassen werden, auf die Anklagebank gehören die Kriegsverbrecher und nicht die Journalisten.